alle Leute, die hier wieder Banana Boy erzählen. Wir sind zurück bei Let's Play East Origin. Beim letzten sind wir hier stehen gesehen und haben uns den Movement Speed fast geholt. Ja, das ist vielleicht nicht das Ding. Nö. Den Fang ein bisschen weiter runter, weil ich gemerkt habe, leider ein bisschen spät, dass man ja viel von der Musik hat und wenig von mir hört. Ja, so sollte es, denke ich, einfach mal passen. Na gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber egal. Das ist, wir werden ja eh noch mit Cole und Hugo das Spiel durchspielen. Von daher, ja. Von daher wird nicht zu spät. Guckt mal, wer da hinten auf uns wartet. Er will uns zum Tee einladen. Komm her, du kleiner Wichser. Ja, schön, dass du auf uns gewartet hast. Bloß war es ein Fehler von dir. Okay, jetzt trampelt er drauf herum, dass wir Roy, glaube ich, verloren haben. Lach noch, solange du kannst, du kleiner Wichser. Oh. Das ist nice trained. Okay, er ist jetzt ein Dämon. Oder Dämon. Wie man es auch immer nennt. Gute Freunde! Da unten gammelt der. Warte! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, komm her. Komm her! Thank you.
Boom. Was ist los, Kischgirl? Hä? Okay, das ist das Ende von Kischke. Komm mal auf der Rübe. Na gut, wären wir so aufgekommen. Einfach mal so hoch. Ich glaube sogar mal normaler Double Jump. Also ernsthaft. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Spitze des Turms. Ein ganz schön großer Turm. Okay. Wir haben jetzt seither 7 Minuten gespielt, okay. Jetzt nähern wir uns dem letzten Kampf. Oh Junge! Ah, da ist Dallas. Dallas, die kleine Bitch. Ja, hast richtig gehört, Dallas. Ich kann nicht so mit deinem weißen Haaren prahlen. Du bist eine Bitch. Ach komm, wir wollen hier die Geschichte. Ja, du willst die Weltherrschaft, du willst die schwarze Perle kontrollieren, die ganze Macht beinhaltet. What the? Ui. Okay, er ist auch ein Dämon. Ein Dämon. Wow. Du willst es uns, wieder ein Ende machen? Verstärkung hat es eingetroffen. Was mit Verstärkung? Hä?
the fuck? Bitch, kämpf gegen uns, du Bitch, Stealth, du Bitch, du kleine Bitch, komm her, du Bitch. Oh Gott, Alter, hab ich schon erwähnt, dass er eine Bitch ist? Und ja. Oh oh. In dem Fall müssen wir auch darauf achten, dass der da vorne so ein Schild mit Farbe unterteilt. Weil... Da, jetzt ist es rot. Wow, was ist das? Das sind fliegende Feuerfische! Jetzt müssen wir halt mit Feuer das Schild zerbrechen. Mal in die Kommentare, bitte, danke. Oh, okay, Moment. Ich meine, ich muss jetzt nicht haben. Oh, okay. What the fucking hell? Thank you.
Okay. Bitte von ausweichen. Nee, also wir müssen erst noch mal gerade schnell hier hin. Ja. Weil, ganz ehrlich, das war ja mal mehr als unfair. Dem Angriff konnte man gar nicht ausweichen. Na gut, ne, leider nicht. Na gut, dann wird es jetzt einfach ein längerer Part. Punkt. Jawohl. Am Ende wird er zu lang. Und ich jetzt nur so viel lang nicht aufnehmen. Right?
Zeitpunkt oder Einfahrt. Das ist jetzt Überlegung. Ach, never mind. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr, wie lang der Abstand ist, deswegen. Wenn mal schon, dann wird vielleicht einfach allein der Abspann einfach nur ein extra Part. Und ich merke gerade mein Kabel, ich habe ein ganz schönes Kabelgewirbel. Egal. Ja, komm, schneller. Schneller! Wir wollen kämpfen! Okay, und Plastik haben wir übrig! Ja! Wir wissen, dass du jetzt böse wirst, dass du jetzt angry bist. Aber wir fragen dich, wo sind die Leute? Yeah. Schöne Blitze drauf. Hallo Feuerbüsche, hallo! Ihr seid scheiße! Alter, dein Ernst? Okay, gut. Okay.
steht. Ey, dein Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey, ohne Witz. Sieht so aus, als wär's das gewesen. Ja, komm. Wir wollen den Part nicht. Auf jeden Fall ist jetzt halt die typische Predigt, wenn der Gute über den Bösen gewinnt. Okay, die schwarze Perle ist so gesehen ein Gefäß. Ja. Auf jeden Fall
ist das, soweit ich weiß oder soweit mir es bekannt ist, das Ende mit Unica. Somit würde ich sagen, ja, eins haben wir geschafft, zwei fehlen noch. Wann aber genau, dann die Reise mit Toll beginnt, lege ich mich nicht fest. Ich weiß nicht, East Origin ist ein geiles Spiel, aber ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Lust drauf entwickeln. Ich weiß nicht, ob eventuell, mal schauen, ob ich eventuell einen Part mache, schon von Toll, der dann halt als nachfolgender Part wieder gezählt wird. Was? Ach so, die Göttinnen gaben ihre Flügel auf, damit die, damit alles wieder normal wird. Und jetzt werden sie über die schwarze Perle hüten. Auf jeden Fall ist jetzt halt die werden jetzt halt die Perle hüten, aber werden halt zu der Zeit zu Stein, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Und ja, Unica ist halt leicht traurig. So, und alles ist wieder grün, alles ist wieder schön. Und das war, ach Mann, was war das für ein Baum? War das nicht der Roderbaum? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall wird er jetzt auch machen sie sich für die Abreise bereit. Und jetzt wollen sie beim Turm für Ordnung sorgen. Die vier. Also die haben es durchgesprochen und jetzt wollen sie dafür sorgen, dass nichts mehr passiert und den Göttinnen bei ihrer Wiedererweckung, oder wie auch immer man das nennen will, nichts passiert und dass sie halt in guten Händen sind. Thank you.
Und ja, das war die Geschichte von Unica. Somit hat ja der East Origin mit Unica ist fertig. Also das kann man schon mal abschließen, abhaken, whatever. Als nächstes wird dann die Geschichte von Toll beginnen. Und anschließend dann nach Toll wird Hugo kommen. Und ja. Bei Toll, wenn ich da so ans Ende denke, ist auf jeden Fall geil. Es ist wirklich sehr cool gemacht und ich kann euch auch wirklich nur empfehlen, wer Indie-RPGs mag und wer jetzt Gefallen an diesem LP hatte und mal den nötigen oder und mal, was weiß ich, ich glaube 15 Euro entbehren kann, das Spiel lohnt sich wirklich. Es macht einen Heidenspaß, es macht extrem Laune, auch wenn es einfach nur wahlloses Rumgekloppe ist. Aber man muss auch bedenken, ich habe jetzt auf normal gespielt und es gab schon Schwierigkeiten überall immer mal. So Engpässe, wo man dachte, das wird schwierig. Aber und ja, ich habe mal mir selbst ein Let's Play angeguckt oder ein Review, wo jemand auf Hard gespielt oder auf Extreme oder was die höchste Schwierigkeitsstufe halt ist, gespielt hat. Und ich glaube, der darf beim letzten Boss dann keine zwei Hits bekommen, weil er dann tot ist. Ich werde das Let's Play auf jeden Fall weiterhin auf normal spielen. Also ich werde nicht höher gehen, ich werde nicht runtergehen, weil ich finde normal ist eine ja, eine Schwierigkeit, mit der man leben kann. Nicht zu schwer, nicht zu einfach. Ist auch so ein richtig schönes Mittelmaß einfach. Man hat ja eben beim Boss gesehen, wie wir trotzdem wie ich trotzdem Probleme verwickelt wurde und alles. Aber naja. Auf jeden Fall. To be continued? Okay, davon weiß ich nichts. Was wie to be continued? Fortsetzung? Rattengeil. So. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt unseren Speicherstand. Mal schauen. Ah, bei meinem ersten Speicher war ich auch Level 50 genau. Nur da auf leicht. Also, ja. Auf jeden Fall geht's dann hier auf den Speicher dann los mit Toll. Ein Berserker mit schnellen Angriffen, naher Range und ja, ist eigentlich nur für Experten geeignet. Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir welche. Also von daher geht's dann im nächsten Part wieder weiter mit Tolls Abenteuer. Also würde ich sagen, macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal bei Let's Play East Origin. Das nächste Mal dann mit Toll an dieser Stelle. Also macht's gut, Leute.